Geliebter Lichtträger, wir sind das Kollektiv der Wesen des Lichtes und wir vermitteln dir heute die Botschaft für Oktober. Und wir tun dies durch eine Energie, die du kennst als Erzengel Metatron. Doch heute steht an der Seite von Erzengel Metatron die Energie von Erzengel Michael, die du so gut kennst und mit der du so gut verbunden bist. Denn Erzengel Michael und seine Energie ist sehr aktiv auf der Erde und sehr unterstützend für Menschen wie du, die selber Lichtträger sind. Und gerade in diesem Jahr und ganz speziell in diesem Monat ist die Hilfe und die Unterstützung von Erzengel Michael wichtig. Sie ist unerlässlich, denn dieses Jahr und dieser Monat fordert von dir viel Kraft und viel Energie. In den letzten Monaten und Wochen konntest du erkennen, wer du bist. Du konntest in den Mut kommen, dein eigenes, dein wahres, authentisches Ich zu zeigen und dich auszudrücken und zu erkennen, was dich ausmacht und was deine Seelenwünsche sind. Und jetzt im Oktober bist du aufgefordert, in die Aktion zu treten und diese Seelenwünsche nicht nur zu erkennen, sondern Schritt für Schritt in die Richtung zu gehen, die du gehen musst, um deine Seelenwünsche auch tatsächlich umzusetzen. Es geht für dich darum, deine Seelenaufgaben in die Tat umzusetzen. Und dafür ist es wichtig, dass du einen Schritt nach dem anderen jetzt gehst. Der Oktober hilft dir dabei, deine Wünsche und die Wünsche deiner Seele klarer und deutlicher zu erkennen als jemals zuvor. Du erkennst, welche Bedürfnisse deine Seele hat und wie du diese Bedürfnisse in deinem Leben umsetzen kannst. Und es ist wichtig, dass du die Schritte gehst, die deine Seele sich von dir wünscht. Dass du ganz konkret wirst und ganz konkrete Pläne machst, um diese Wünsche deiner Seele umzusetzen. Sei es nun, dass du die Pläne, die du für dein Leben hast, überprüfst und das loslässt, was nicht mehr stimmig ist. Oder sei es, dass du neue Wege einschlägst, neue Wege gehst, die sich für dich stimmig und gut anfühlen. Wir möchten dich darauf vorbereiten, dass im Oktober die Energien sich sehr schnell verändern können. Und wenn ein Plan gestern noch gut war für dich, kann es sein, dass du heute erkennst, dass dieser Plan sich radikal ändern muss. Denn nur wenn diese Pläne mit deiner Seele in kompletter Harmonie sind, wirst du sie umsetzen. Und im Oktober hast du die entsprechende Klarheit zu erkennen, welche Pläne sind, die in deinem Kopf entstanden sind. Und welche davon Pläne sind, die tatsächlich aus deinem Herzen kommen und aus deiner Seele? Wir sind uns bewusst, dass diese Veränderungen für dich überraschend kommen können. Und deswegen bereiten wir dich hiermit darauf vor. Und je mehr Platz du diesen Veränderungen lässt, umso besser kannst du sie in deinem Leben initiieren. Denn der Oktober ist ein Monat der Initiationen,
Und dabei geht es nicht darum, dass du von außen initiiert wirst, sondern darum, dass du diese Initiationen innerlich machst. Für dich. Dass du einen Schritt auf deine Seele zugehst. Einen großen Schritt. Größer, als du je zuvor gewagt hast. Es geht darum, dass du klar weißt, klar wahrnimmst, was für dich richtig und stimmig ist. Und dieses Erkennen hilft dir dabei, die nötigen Schritte zu gehen. Wir sind uns bewusst, dass dieser Prozess ein Prozess des Ablösens sein kann. Ein Prozess der Transformation. Denn du erkennst im Oktober ganz klar, wo du in deinem Leben Ausgleich brauchst und wie du diesen Ausgleich in dein Leben bringen kannst. Der Oktober ist ein Monat, der starke weibliche Energie auf die Erde fließen lässt. Denn noch immer braucht es diese Energie, um einen Ausgleich zu schaffen. Einen Ausgleich gegenüber der männlichen Energie, die so lange übermächtig war. Und so fließt im Oktober weibliche Ausgleichsenergie ein. Weibliche Energie, die dir hilft, in dir selber einen Ausgleich zwischen der männlichen und der weiblichen Seite zu finden. Und diese Energie, die hilft dir dabei, für dich selber klar zu erkennen, wo du Struktur brauchst in deinem Umfeld, wo du mehr Klarheit brauchst in deinem Umfeld und auch wo du klare Grenzen setzen darfst. Grenzen für dich, um in deine Klarheit zu kommen. Genauso wie du Grenzen setzen darfst für dein Umfeld, um deinem Umfeld klar zu machen, wie du dich wohlfühlst und welche Bedürfnisse du hast. Diese Klarheit, die du jetzt ausdrücken kannst, hast du geübt die letzten Monate. Und du erkennst heute, jetzt, in diesen Wochen, dass du sie auch aussprechen kannst. Du erkennst, dass diese Struktur und diese Klarheit für dich elementar sind. Und du erkennst, dass du nicht nur dein Leben einfacher gestaltest damit, sondern auch das Leben deines Umfeldes. Denn je klarer du bist mit deinen Bedürfnissen, deinen Wünschen und deinen Grenzen, umso klarer kann dein Umfeld darauf reagieren. Und indem du lernst, selber deine Grenzen zu kennen, zu setzen und zu artikulieren, umso klarer hilfst du deinem Umfeld dabei, seine eigenen Grenzen zu setzen und zu artikulieren. Es braucht immer derjenige, der vorausgeht und die Klarheit schafft. Und im Oktober bist du aufgefordert, diese Klarheit in deinem Umfeld zu manifestieren. Der Oktober ist ein Monat, in dem du einen Boden schaffst für das kommende Jahr. Ein Boden, der für dich zu einem soliden Grund wird, einer soliden, klaren Hilfe, einem Boden, der so nährstoffreich ist, dass du darauf wachsen lassen kannst, was du in deinem Leben manifestieren möchtest. Und jetzt ist der richtige Moment, die ersten Schritte dafür zu gehen. Denke daran, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Denke daran, nicht alle Schritte auf einmal zu tun, aber stetig voranzuschreiten, mit Liebe und mit Freude die Wege zu gehen, die deine Seele sich von dir wünscht und die du jetzt so klar wahrnehmen kannst. Wir sind uns bewusst, dass der Oktober eine aufwühlende Energie mit sich bringen kann. Schnelle Wechsel von dir verlangt. Veränderungen, die ganz plötzlich kommen, mit sich bringt. Und wir möchten dir ans Herz legen, dich
in solchen Momenten ganz bewusst mit Erzengel Michael zu verbinden und ihn darum zu bitten, dir die Klarheit und das Licht in dein Leben zu bringen, das in dem Fall, in dem Augenblick notwendig für dich ist. Zögere nicht, um diese Hilfe zu bitten. Und du wirst diese Hilfe bekommen. Zögere nicht, dich mit Erzengel Michael zu verbinden und seine Energie in dein Leben zu ziehen, damit die Wege sich einfacher anfühlen und damit du mit den Veränderungen, und mögen sie noch so plötzlich sein, sehr gut klarkommen kannst. Gehe deinen Weg freudvoll, gehe ihn lustvoll, gehe ihn liebevoll, denn in diesen Wochen erkennst du mit großer Klarheit, wohin der Weg dich führen wird, und du kannst ihn voller Freude gehen. Wir sind bei dir, wir sind mit dabei und unterstützen dich auf jedem deiner Schritte. Wir sind Erzengel Metatron und Erzengel Michael.